So, gucken wir erstmal in unsere Aufzeichnungen. Wir sind raus. Aber Charles Hawkins hat uns erwischt. Komplett verändert. Nichts Menschliches mehr. Naja, das würde ich ja jetzt nicht unbedingt behaupten. Er ist tot. Wir haben ihn getötet. Was weiß sie wirklich? Was haben sie mit ihr gemacht? Ihr Mann sagte, sie sei gefährlich. Sarah Hawkins. Sie sieht verrückt aus. So wie ich. So, hier erstmal, ich würde sagen... Ich würde sagen, Ermittlung und Entdeckung gehen jetzt in meinem Wechsel. Weil wir müssen uns so ein bisschen auf irgendwas konzentrieren jetzt. Wir können nicht Stärke und Redegewandtheit jetzt auch noch hochpushen. Dann lieber irgendwas richtig. Dann gibt es theoretisch immer einen Weg, hoffe ich zumindest. Psychisches Trauma, Charles Hawkins. Das sieht natürlich gefährlich aus hier. Also besonders viel Verstand haben wir nicht mehr. Pierce und Sarah Hawkins konfrontierten das Monster, in das sich Charles Hawkins verwandelt hat. Dieser Mann hatte nichts Menschliches mehr an sich. Tentakel ersetzten einen seiner Arme. Sein Gesicht trug die Zeichen einer unvollendeten Mutation. Und er hatte übermenschliche Kräfte. Er war dabei, Pierce zu erwürgen, als Sarah Hawkins einen Schürhaken in seinen Hals bohrte. Pierce tötete ihn mit einer Axt. Dieser Kampf bis auf den Tod hinterließ körperliche und geistige Narben bei Pierce. Ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass wir körperliche und geistige Narben haben. Oh, und den Schürhaken haben wir noch. Das ist eine Info, die wir unbedingt im Hinterkopf behalten sollten. Wir haben den Schürhaken noch. Gut, und wenn wir jetzt wissen, dass Hawkins letztendlich versucht hat, Sarah vor dem Einfluss des Kultes zu schützen, dann haben wir zumindest ansatzweise auch eine Erklärung dafür, wieso Bradley noch lebt. Weil wenn Charles wirklich der Gute in dieser Geschichte ist und Sarah diejenige ist, die potenziell das Ende der Welt heraufbeschwören kann, dann gibt es natürlich keinen Grund, ihn hier zu töten. How are you, Bradley? Ah, it's you, Pierce. I'm just worried about Marie. I mean Dr. Colden. Have you had any news? Oh Gott. Oh Gott, das ist ein ganz fieser Moment. Das ist eine ganz gemeine Entscheidung, die mir das Spiel hier gerade aufzwingt. Ja gut, was heißt aufzwingt? Ich hätte ja jetzt nicht unbedingt mit ihm reden müssen. Ich meine, es war ja eigentlich klar, dass es über kurz oder lang auf sowas hier hinauslaufen würde, wenn ich mit ihm rede. Aber die Frage ist jetzt trotzdem, sagen wir ihm die Wahrheit oder nicht? Kann er es verkraften oder nicht? Aber ich denke, sollte es wirklich zu irgend so einer Art von Entscheidungsschlacht kommen und sollte Fuller tatsächlich in der Lage sein, den Leichnam von Dr. Colden auf irgendeine Art und Weise zu animieren und zu kontrollieren, dann ist es besser, wenn wir Bradley jetzt drauf vorbereiten, als wenn dann später irgendwie in einem kritischen Moment die Enthüllung kommt. Und ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler. I'm so sorry, Bradley. I could do nothing to save her. What do you mean? What happened? I'm not sure what happened, but I found her body in the cellars of Riverside. You sure that you've got nothing to do with it? If she hadn't tried to help you, she might still be alive. I'm sorry. Truly. It's that slug Fuller. I swear I'll shoot him. What do you say, Pierce? Are you with me? Das hier, das macht mir ein bisschen Angst, ne? I understand your feelings, Bradley.
but I don't think that you're in the right state to make such a decision. He killed a Pierce. I can't do nothing, faced with this situation. Fuller's crimes won't go unpunished, I give you my word. But for now, you must keep a cool head. We must do something for those who are still alive, Bradley. Sarah is still in danger as long as the cult is active. We need to see this through, otherwise Marie's death will have been in vain. You're, the voice of reason, Pierce. As always. Können wir uns vielleicht noch mit, über irgendwas anderes mit ihm unterhalten? I prefer to be alone. Ja. Schade. Hätte ja sein können. Aber ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber wir haben diesmal nicht die Mitteilung erhalten, dass diese Unterhaltung und die Entscheidung, die wir im Rahmen dieser Unterhaltung getroffen haben, auf irgendeine Art und Weise unser Schicksal verändern werden. So. Und jetzt, meine Lieben, hätte ich ganz gerne ein paar Antworten. Mr. Pierce, we were waiting for you. Good. Sarah doesn't have much time. What are you doing here? Did you think I would let you confront the occult without supervision? This is too dangerous for a bookworm like you. Algernon, I need to talk to Mr. Pierce. Very well, Sarah. I will be in Charles Hawkins' office. Okay, ich komme dann später noch, um mit dir zu reden. Aber bevor ich mit Sarah spreche, warte ich jetzt einfach mal ganz kurz, bis du außer Reichweite bist. Denn sie hätte dich nicht gebeten zu gehen, wenn das, was sie uns zu erzählen hat, in irgendeiner Art und Weise für deine Ohren bestimmt wäre. So, Sarah, und jetzt antworten bitte. You seem different. Yes. When I woke up this morning, my mind was sharper. Cleaner. I can still hear the voice calling me. It is so strong. So ancient. Enticing. Dangerous. I may never be able to escape his grip, but for now, I can keep it at bay. I know what I owe you, Mr. Pierce. But I can't come back to Boston with you. Fang mal damit an. I saw everything. The tunnels under your house, the rituals, the secret society. I must get you out of its reach. I know how dangerous they can be to me. But first, there's the Wanderer. I must find it and kill it. I am the only one who can end its slaughter. No. No, you will come with me to Boston. I owe you no obedience. This isn't about what you want or don't want to do. You would risk destroying the world just because you can't face the consequences of your actions. I am willing to atone for my sins. No. You're just trying to erase all proof of the mistakes you've made. I know what I have done. I will not rest until the creature is sent back to its dimension. Dass wir hier ständig irgendwelche Mythos-Runen jetzt in den Gesprächen zur Auswahl haben und alles, das macht mich ehrlich gesagt doch ein ganz kleines bisschen unruhig und nervös. You've recovered from yesterday's condition. That must mean you can fight it. We must find something that will stop you from relapsing. Algernon knows of a way to protect me. Help him find what he seeks and we may all survive this battle. All right. I'll help you. Das war's. Das war's. Mehr besprechen wir jetzt gerade nicht. Na gut. Charles Hawkins. Charles Hawkins versucht ein letztes Mal, sich den Wünschen von Sarah Hawkins entgegenzustellen. Und er ist tot. Dieses Mal gibt es kein Zurück. Obwohl ich seine Taten verurteile, kann ich seine Motive in gewisser Weise nachvollziehen. Er war bereit, alles zu tun, um seine Frau zu beschützen. Seine Abwendung vom Kult ermöglichte uns, aus dem Riverside-Institut zu fliehen und mehr über die Bedrohung zu erfahren, die auf Sarah Hawkins lastete. Ich find's lustig, dass ausgerechnet er sich vom Kult abgewandt hat, aber... Ja, wenn Charles Hawkins ein Mitglied dieses Kultes gewesen ist und
wenn Dr. Fuller ein Mitglied dieses Kultes gewesen ist, / immer noch ist, dann bedeutet das natürlich auch, dass Fitzroy mit dazugehört. Wir dürfen ihm nicht vertrauen. Sollten wir ihn irgendwann nochmal wieder treffen, wir dürfen ihm nicht vertrauen. Und wenn Charles Hawkins nicht der Hohepriester ist, und Dr. Fuller ist es ja anscheinend auch nicht, dann haben wir den Hohepriester immer noch nicht getroffen. Und ich meine, wer bitteschön würde sich denn in dieser Situation jetzt besser als Hohepriester eines Cthulhu-Kultes eignen, als der Kapitän des einzigen Schiffes, das diese Insel noch hat, und des einzigen Schiffes, das diese Insel in irgendeiner Art und Weise noch mit dem Festland und damit mit der restlichen Zivilisation verbindet. Damit kontrolliert man, wenn man dieses Schiff kontrolliert, dann kontrolliert man ja quasi alles. Dann kontrolliert man die Insel. Und das ist ja genau das, was der Kult tut. Sie kontrollieren Darkwater. Gott, und wir gucken jetzt mal, ob wir Drake hier irgendwie helfen können. Da ist er. Weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Diese Tür offen zu lassen, meine ich, ne? Damn it. The entrance to the tunnel has been buried following the cave-in. But at least I didn't dream it. Ja gut, das bedeutet aber auch, dass du dir nicht eingebildet hast, dass Bradley getötet wurde. Und dann stellt sich natürlich die Frage, inwiefern können wir ihm denn dann noch vertrauen? Ich meine, ich habe das Gefühl, uns fehlt hier noch ein Teil des Puzzles. Seeing you again. Ah, it's you. I'm here for her, not you. I don't care why you're here. Your usefulness is the only thing that matters. How do we protect Mrs. Hawkins from the influence of the forces that claim her? By following Charles Hawkins, that imbecile of a thief, of course. What do you mean? He found something, an amulet. The symbol engraved on it could protect Sarah. Could? We are dealing with forces that by far surpass what your intellect can process. Feel free to ask me any question regarding the matters that exceed your grasp. Gut, dann. The dagger with a strange sign. Was it you who sold it to Francis Sanders? If you are referring to the dagger of the ancients, then yes, it was me. Why? Do you know what he intended to do with it? Francis was primarily a collector of occult objects. He liked rare items such as the dagger. But I doubt he knew its purpose. It allowed me to send the creature you call the Shambler back into the painting. Fascinating. But I am afraid that this might only be short-lived. You mean that thing could come back? Yes, that is why I am looking for a more permanent solution. It must never come back. Wir wissen doch schon, dass es Verstand zu gesund. Ja, nee, ist klar. Aber auf der anderen Seite natürlich auch irgendwo ein gutes Zeichen. Wir wissen doch, dass das Vieh zurückgekommen ist. Wir haben es doch in Riverside getroffen. This creature, the Shambler. What is it? It is a hunter. It travels from one dimension to another to hunt down its prey. Francis Sanders was one of its victims. How could a creature like that end up in one of Mrs. Hawkins' paintings? Sarah has an uncommon gift, a connection with entities that live beyond our reality. I doubt that she was aware at the time, but when she painted the picture in a certain way, she called it. And now it remains in our reality. Let us say that it uses the painting as a portal into our reality, and we make enticing prey for it. That's why we must find a way of sending it back to where it came from permanently. A genius like you must have already found a way to get rid of this creature, yes? I sense your sarcasm, but it does happen that, yes, I do have a solution. I think I can destroy it,
But for that, I must approach the creature. And to be able to do so, I need the key to Hrie. Another one of your baubles. It is no bauble, unbeliever. It is a very powerful protection, able to repel very ancient forces. Much more effective than your cult. What does it look like? It is a golden amulet, bearing very ancient inscriptions and an elder sign at its center. A star with an eye in the middle. I've already seen that sign. Where can we find it? Therein lies the problem. That foul thief, Charles, has hidden it somewhere. I found this drawing among his personal effects. I think that it has something to do with the location of the amulet. I'll follow this lead. You continue searching. That is what I intend to do. As for you, return here the second you find it. I don't want it to disappear again. Weiß Sarah vielleicht irgendwas darüber noch? Könnte ja vielleicht bei der Suche helfen, ne? Der Schlüssel von Rillier. Drake behauptet, der Schlüssel könne die Kräfte der großen Alten abwehren und die Türen zur Stadt Rillier unter dem Meer verschließen. Ich sehe einen hässlichen alten Anhänger aus Gold mit der gleichen Gravur, die Charles Hawkins in der namenlosen Buchhandlung so abgestoßen hat. Es bleibt abzuwarten, ob er Sarah Hawkins wirklich beschützen kann. Auszug aus dem Notizbuch von Edward Pierce, Privatdetektiv. Diese Skizze sollte mich zu dem von Charles Hawkins versteckten Artefakt führen. Wo habe ich das noch schon einmal gesehen? Warte mal. War das nicht in der Bibliothek? Damit dann jetzt natürlich die große Frage, wo war die Bibliothek? Das sieht gut aus hier. Das sieht gut aus und hier irgendwo war das Ding, meine ich. Das da, oder? Nee, das da nicht. Okay. Das da auch nicht. Ach, da oben sind auch noch welche. Nee. Guck mal, Obergeschoss. Das da vielleicht. Auch nicht. Also diese Tür sind wir noch nie gegangen, also kann es da eigentlich auch nicht hinter sein. Dann suchen wir halt weiter. Wäre ein bisschen vermessen zu erwarten, dass es hier in der Haupthalle ist, oder? Wo wir natürlich nochmal gucken können, wo ich jetzt als allererstes noch mit gucke, ist da oben. Wo wir auch das Gemälde gefunden haben. Hier konnten wir ja bis jetzt noch gar nicht interagieren. Und es scheint auch so zu bleiben. Na gut. Hier im Schlafzimmer vielleicht. Vielleicht haben wir ja auch noch. Vielleicht finden wir noch irgendwas, was wir vorher übersehen haben. Gerade schon mal hier sind. Ja, hier in den Regalen oder was weiß ich. Ernsthaft?
Diese Skizze sollte mich zu dem von Charles Hawkins versteckten Artefakt führen. Gut, wo die ist, wissen wir. Wo das ist, das wissen wir ganz genau. Das ist jetzt wirklich nicht das Problem. So, da nämlich. Ah, schön, so eine kleine Schnitzel, ja, gefällt mir. Auf eine gewisse Art und Weise gefällt mir das. Super versteckt, echt. This is the amulet that Drake was looking for. Best. Secret ever. Dieses Amulett ist mit dem Symbol der Alten versehen. Drake nennt es den Schlüssel von Relier. Er glaubt fest daran, dass dieses Artefakt große Macht besitzt. Was zur Hölle war denn das jetzt schon wieder?